Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, Freunde, lacht, es wird gelacht, es wird gezockt. Und zwar Tomb Raider, mal wieder was ganz Neues. Und zwar bin ich immer noch bei Tomb Raider 2, dieses Remake, oder besser gesagt Tomb Raider Revised. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich starte wie immer hinein mit Q4 Weine. Auf geht's. Ich nehme heute mal die DirectX. Sag ihm okay und dann sollte das fluppen. Ja, es geht. Aus irgendwelchen Gründen hat es gerade nicht funktioniert. Jetzt startet er durch und das ist auch das, was ich will. Ich hinterfrage die Störung jetzt hier nicht. Ich denke mal, ich bin bei 56, ne? Oh! Hey, ich weiß das schon. Da müssen wir nochmal gucken. Ja. Hier bin ich. Genau, hier ist jetzt die Frage. Einfach rüber und das Level ist zu Ende, so ungefähr. Oder ich gehe jetzt hier hinunter. Genau, hier. Das mache ich jetzt. Ich bin ja hier einmal abgestürzt. Dann muss ich halt eben jetzt nochmal laufen. Ich möchte mich jetzt mit dem Dino anlegen. Ich hoffe mal, es kommt ein Dino. Also, das wäre natürlich mega nice, wenn jetzt ein Dino kommen würde. Aber erstmal möchte ich einmal über die Brücke springen. Brücke, wo bist du? Da bist du. Herrlich. Wie in Tomb Raider 1. Und die Musik. Oh, hört ein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Definitiv habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das wollen wir mal eben ändern. Option. Controller-Einstellung. Genau, Walk ist nicht Joy 5, sondern Joy 6. Und da wo Joy 6 steht, Look, das machen wir auf Joy 5. Ich habe mir falsch gedrückt. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich besser klarkomme. Jetzt gibt es nämlich keine Ausreden mehr, falls ich wieder hinunterstürzen sollte. Genau, neues Spiel, neues Glück. Oh, geht's aber andere Musik, oder? Ach nee, doch nicht. Ups. Okay, geht auch so. Ja, jetzt habe ich die Walk-Taste da, wo ich sie haben möchte. Nämlich oben rechts. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber damit komme ich am besten klar. Ja, was soll ich sagen? Einfach nur genial. Auch mit dem Nebel hier. Das schockt richtig. Das macht Spaß. Genau, das war hier irgendwo. War eine Ritze, eine Spalte, whatever. Ja, ich sehe gerade, die Aufnahme wird ziemlich dunkel sein. Aber die kann ich in der Videonachbearbeitung ein wenig aufhellen. Damit man überhaupt etwas erkennt. Bin ich jetzt schon zu weit? Ich glaube, ich bin schon zu weit. Hier muss ich hoch, ne? Komm, Lara, zack! Und die Fackeln, die sind meins. Aha. Ja, jetzt. Müssen wir einmal gucken. Wo muss ich hin? Ja. Sprung und dann festkrallen. Das könnte ich mal probieren. Aber vorher speichere ich einmal ab. Nein, keine Fackel, Lara. Da habe ich mich mal wieder verdrückt. Wie soll es anders sein? So, save the game. Zack, dem erledigt. Und jetzt kommt der Sprung. Ah! Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay. Ja. Das war mir fast gedacht. Gut. Neues Spiel, neues Glück.
Das kann ein bisschen dauern. Ich denke mal, ich cutte das rein, wenn ich es geschafft habe. Ja, das hat schon mal funktioniert. Ah, da kann man einmal rechts weitergehen, sehe ich gerade. So, dann machen wir das mal. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Und rutscht Lara wieder? Ne, eigentlich könnte Lara da stehen bleiben. Prima. Okay. Okay, ja, das müsste doch eigentlich funktionieren, ne? Wenn ich von hier springe, vielleicht noch einen Schritt zurück. Mal testen, ne? Oh, nicht laut. Ja, das hat schon mal funktioniert. Jetzt ist gleich die Frage, wie geht's weiter? Passt das? Ja, das funktioniert. Vielleicht liegt hier noch etwas. Na komm, opfer mal eine Fackel. Wie Sie sehen, ist hier nichts. Nö, hier ist nichts. Schade. So, jetzt kommen bestimmt die Dinos. Jetzt kommen bestimmt die Dinos. Oder muss ich noch tiefer? Erstmal alles abscannen hier. Ja, okay. Was ist das denn hier? Achso, das ist die Leiter. Ich gehe einfach mal hier durch, würde ich sagen, ne? Hallo? Ah, hier. Ich habe irgendwie Angst, Leute. Jetzt wird's spannend. Wo bist du? Ich sehe irgendwie gar nichts. Ah. Oh ja, oh, das sieht doch richtig klasse aus hier. Da ist auch noch ein Gang. Komm, ich gehe erstmal in den Gang hinein. Hallo? Oder komme ich hierher? Nee, hier komme ich ja nicht her, ne? Ja doch? Hä? Oder gibt es hier zwei Ausgänge? Ich bin verwirrt. Aber ich bin doch jetzt gerade... Wo bin ich gerade rausgekommen? Da ist auch noch ein Tor? Ist egal, ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Jetzt kommt er, ich schwöre es euch. Wo ist er? Come to me. Hä? Was ist das, ein Zahnrad? Ach du Scheiße. Da ist er, ja! Oh, ist er gut. Ist der gut. Oh ja, da bin ich vielleicht. Nein, ich brauche die Eskalation. Ich brauche die Herausforderung. Nicht beißen. Der Böse! Cool! Absolut genial! Okay, den Spaß, den gönne ich mir nochmal. Da war ich natürlich ein wenig zu radikal, keine Frage. Wie war das noch? Ach, hier bin ich. Einmal hier dran. Ups, oh! Oh, also Energie verloren, unnötig. Okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich starte hier nochmal durch. Oh, hier bin ich falsch. Gleich ein Fehler wie vorhin. Boah, sieht halt gruselig aus. Ist das spannend? Cool. So, bevor es aber in den Kampf geht, würde ich sagen, Fackel an, ja, meinetwegen. Ich wollte aber Energie haben. Ja, das sollte reichen. Nee, was... Ach, was soll ich mit der Fackel? Ich will doch hier das Zahnrad. Aha. So, jetzt.
Wie geht es jetzt weiter? Ich denke mal, ich könnte da einen normalen Weg wieder nach oben gehen. Aber andererseits könnte ich auch mal ganz kurz gucken, was man hier noch so machen kann. So also ein bisschen doof rumlaufen. Hier ist was Helles. Da ist ein Gang. Ja komm, Lara. Ja komm, geh mal da rein. Hallo? Lara hängt fest. Irgendwie läuft Lara jetzt ein bisschen komisch. So, jetzt aber, komm. Ja, siehst du, geht doch. Ich sehe nichts. Sie sehen sie nichts. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Ich laufe hier einfach mal der Nase entlang. Oder ist das hier eher so ein Rückweg von irgendetwas? Sieht eher wie so ein Rückweg aus, ne? Kaum vorstellen, dass Lara hier stehen bleibt. Da kommt Lara nicht hoch. Definitiv nicht. Ich brauche einen anderen Weg. Komme aus dem Gestrüpp da raus, gut. So, das sieht doch hier irgendwie nach dem Weg aus, ne? Da, zack, 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 zack. Ja, aber dann bin ich da oben. Aber ich denke mal, ich muss ja eher irgendwie auf den Mittelgang drauf. Ist egal, ich probiere es einfach mal. Okay. Ja, weil es hier etwas dunkel ist, macht das die Sache natürlich auch nicht einfacher. Das war klar, das ist so hoch. Wie komme ich da denn jetzt drauf? Da ist eine Schräge. Muss ich bestimmt wieder so einen Spezialsprung machen. Geh mal da rein. Kannst du dich da festkrallen, Lara? Ah, ich mach mal Licht an, ich sehe nichts. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau, ich wollte hier hochspringen. Ah ne, das ist definitiv zu nah. Das geht so nicht mit diesem Sprung. Da eben kurz anschauen. Ah, da vielleicht. Vielleicht von der Seite runterrutschen und springen. Einfach mal testen. Ja, machen wir einfach mal. Oh! Oh ja, es ging. Es hat funktioniert. Und dann die Leiter hier hoch. Machen wir gleich hier nochmal, ne? Ah! Oh! Letzten Augenblick nur X gedrückt. So, und jetzt? Oh, liegt da was? Ah! Zahnrad Nummer 2. Das heißt, ich brauche bestimmt 3 Zahnräder. Dann schicken wir mal hier rüber. Hä? Nochmal. Ich stelle nur mal richtig an der Kante, obwohl ich stehe richtig an der Kante. Vielleicht ein bisschen gerader springen. Nö. Too much entfernt. Da oben. Da ist da auch noch eine Höhle. Und
Ja, da unten ist ein Eingang, ne? Vielleicht muss ich bestimmt da rein und komme dann da oben raus. Und da liegt das nächste Zahnrad. So zumindest meine Theorie. Ja, einfach mal testen. So, wo war die Höhle? Direkt gegenüber, ne? Ah, da. Gehen wir da nochmal rein. Gehen wir mal hier hinein. War hier nicht schon drin? Keine Ahnung. Aber. Nee, hier geht's ja gar nicht hoch, ne? Sieht eher aus wie ein Rückweg. Obwohl, da ist eine Kante, ne? Testen, komm. Machen wir mal einen Test. Ja, Waffe sollst du nicht ziehen. Da ist auch zu nah, ne? Ah, ach, ja, darauf muss man erstmal kommen. Das war jetzt nur so ein Verzweiflungsstart mit einem Seitwärtssprung. Die haben einfach mal nur so auf Verdacht da jetzt so ein bisschen was ausprobiert. Okay. Ist vielleicht doch eher eine Sackgasse. Puh, da gleich jetzt nochmal. Ja, und jetzt? Hä? Und nu? Ich denke mal, hier werde ich wieder runterrutschen. Ah, einfach mal auf Verdacht irgendeinen Sprung kreiert. Ja, okay. Jetzt bin ich hier. Na komm, jetzt ist egal. Ja, hier war ich doch vorhin schon. Ah, nee, jetzt kann ich hier hoch. Keine Ahnung, wie ich jetzt hingekommen bin. Da kommt was, ne? Ja. Ich bin auf jeden Fall oben. Mit irgendwelchen Tastenkombinationen oder Sprungoptionen. Ja, und jetzt? Wie weit kann denn Lara nach links? Ne, weiter kann sie nicht. Puh, und jetzt? Ich mach nochmal so einen Spezialsprung. Ja, ich sollte mich auch in der Luft umdrehen. So. Jetzt springen. Ah, ich bin zu langsam. Die Tastenkombination. Jetzt! Oh. Also da muss man schon gute Nerven haben. Vielleicht hier um die Ecke. Ja, ist glaube ich doch so gedacht. Also, das ist natürlich ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Keine Frage. So, ich bin oben. Yippie-yay. Zahnrad, wo bist du? Ich möchte das dritte Zahnrad haben. Hä? Das ist ein Hebel! Wie springe ich am besten? Mit Anlauf? Doch, ich würde sagen mit Anlauf. Und X rücken! Jawoll! Es gibt bestimmt das eine Gitter auf. Sieht man nicht, aber... Ich vermute mal. Tja, und jetzt? Wie muss ich tun? Auf Zeit auch noch! Ach du meine Güte, nee. Gut, dass ich jetzt so langsam war. So, ich muss mir irgendwie eine neue Taktik überlegen. Wo könnte ich hinspringen? Ich betätige den Hebel, soweit, so klar. Springe dann darüber.
Und dann direkt unter mir. Ah, ich musste mal gucken. Unter mir, genau, da will ich rein. In diesen Gang. So, wie komme ich da jetzt rein? Ah, soll ich dich nicht festhalten? Okay, nochmal. Sprung. Zurück. Sprung. Ja! Komm, 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 komm! Ah, oh, geschafft. Puh, ich habe sogar, glaube ich, keine Energie verloren. Ja, toll. Und jetzt? Hm, ja, ich springe einfach mal. So, ist hier ein Zahnrad? Ist hier ein Zahnrad? Nein, doch. Yippie, ich habe alle drei Zahnräder. Ja, ich würde jetzt sagen, ab nach oben und mit dem Seil hier hinunterhangeln. Oder komme ich da auch direkt hin, ohne dem Seil? Ich meine, das wäre ja uncool. Ja, ich muss wieder nach oben. Definitiv. Ups. Okay, ein bisschen Energie verloren. Ach, das ist jetzt auch auf? Das war doch zu, ne? Cool. Was kann ich denn hier machen? Wo bin ich denn hier? Wow. Wow. Das Super Secret. Ich hab das Super Secret gefunden. Denk mal, die Zahnräder muss ich nur einsetzen. Ah, wer bist du denn? Hallo erstmal. Ah, eine Waffe. Aha. Dankeschön. Bist nicht umsonst gestorben. Ich werde sie in Ehren aufbewahren. Denk mal, die Zahn... Da, die Zahnräder von Tomb Raider 1. Cool. Das ist nicht schlecht gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Irgendwo kann man das zweite einsetzen. Ah, hier. Ah, und dann ganz außen das dritte hier. Komm. Use it. Und Käseglocke, geh bitte nach oben. Dankeschön. Und jetzt geht die Käseglocke nach unten. Lara ist für immer und alle Zeiten gefangen. Cool, das war mal ein cooles Secret. So, jetzt sind wir richtig mit so einer Zusatzaufgabe. Ein Lob an den Entwickler. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt geht's wieder ab nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich oben bin. Hier vorne ist ja die Leiter. Da muss man sich so ein bisschen hochhangeln. Ja, da braucht ihr meine Unterstützung nicht für. Das bekommt ihr auch so hin. Bis gleich. Gut, wie dem auch sei, ich hangle jetzt hier hinunter. Yippie-yay. Zack. Oh, da kommt jemand. Ja, erledigt, würde ich sagen, ne? Genau, jetzt kommt hier gleich dieser... Ja, was ist das? Art Wächter müsste jetzt gleich, glaube ich, kommen. Soll ich noch was machen? Okay. So ein schöner PC. Aha, sieht nach Windows 95 aus, oder 98. Okay. Gucken wir mal, was hier ist. Ist hier noch ein Gimmick? Nö. Ja, das war's. The Great Wall of China. Secrets found, 2 von 18? Ach du meine Güte, ne. 2 von 18, wo sind die denn alle versteckt?
Okay. Ja, das war's. Weiter geht's nicht. Ich denke mal, den nächsten Tomb Raider 2 Remake, den muss ich mir jetzt auch herunterladen. Ich meine, da gibt es noch mehrere Teile von. Ja, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!